Während ihres großen Bauernhofabenteuers möchte die 36-Jährige einfach mal ein Leben leben, in dem sie nicht die Daniela Katzenberger ist. Wie sich so ein Leben anfühlt, dürfte die Blondine nun am eigenen Leib erfahren. Ruppig wird die Mutter einer Tochter am Morgen aus ihren Träumen gerissen. Bauer Peter steht an ihrem Bett, unter seinen Arm hat er sich ein Huhn geklemmt. Daniela kann schon erahnen, was als nächstes auf sie zukommen wird. Sie soll im Hühnerstall eines benachbarten Biohofs die Eier einsammeln. Wie nicht anders zu erwarten, hat die 36-Jährige auch vor den Killerhühnern panische Angst. Und auch der Geruch macht der Katze zu schaffen. Wenn ich Hühner hätte, könnte ich die Klotür ausbauen, erklärt sie lachend. Mit Hofherr Hendrik kommt die Blondine bereits zu Beginn nicht auf eine Wellenlänge. Das ist schon viel Schminke. Da bin ich froh, dass ich so eine natürliche Frau habe, stellt er später fest. Im Hühnerstall wird es Dani allerdings schnell zu viel. Bauer Hendrik bricht die Aufgabe nach etwa 250 eingesammelten Eiern ab. Von den geforderten 700 Eiern wäre sie noch weit entfernt gewesen. Die fanden mich echt zum Anbeißen, witzelt die kecke Blondine im anschließenden Interview. Nachdem die Hofpraktikantin erfolgreich den Hühnerstall gesäubert hatte, durfte sie zu ihren Gastgebern, Familie Bachhausen, zurück. Dort stand Bauer Peter bereits mit einer neuen Aufgabe bereit. Neben dem Stall der geräuschempfindlichen Schweine müssten die Brennnesseln mit einer Sense entfernt werden. Beim Streicheln der Schweine, vor denen die 36-Jährige ausnahmsweise keine Angst zu haben scheint, muss sie an ihren Mann Lukas Cordalis, 55, denken. Das fühlt sich an wie beim Lukas, stellt Dani fest. Der ist auch so stoppelig auf dem Rücken. Als der aufregende Tag sich dem Ende neigt, kommen Daniela und ihre Gastgeber an einem entspannten Lagerfeuer mit Stockbrot zur Ruhe. Doch plötzlich nähert sich der Kultblondine eine Person, die sie wohl gar nicht erwartet hatte. Überrascht sieht sie ihren Mann Lukas Cordalis an, der sich kurz darauf zur Gruppe ans Lagerfeuer gesellt. Der Überraschungsbesuch ihres Mannes kommt der 36-Jährigen wohl ganz gelegen. Vielleicht kann ja der 55-Jährige in den kommenden Tagen ihre bevorstehenden unangenehmen Aufgaben erfüllen? Thank you.